Namaste. Guten Morgen. Herzlich willkommen zur gemeinsamen Morgenmeditation. Setz dich am Beginn aufrecht auf einen bequemen Stuhl. Achte darauf, dass deine Rückenwirbelsäule gerade ist. Nimm nichts mit in diese Meditation an Gedanken, an Sorgen, an Ängsten. Alles, was dich in diesen Tagen bewegt, lass jetzt einfach los. Zur Unterstützung werden wir am Anfang dreimal tief durch die Nase in den Bauch einatmen und durch den offenen Mund wieder ausatmen. Tief einatmen und halten, 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 halten und ausatmen. Und halten, 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 halten und ausatmen. Und halten, 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 halten und loslassen. Zur weiteren Unterstützung und Vorbereitung der Meditation üben wir Pranayama Nadi Shodhana, die wechselnde Nasenatmung. Dazu die linke Hand auf dem linken Oberschenkel ablegen, von der rechten Hand den kleinen Finger und den Ringfinger zum linken Nasenloch, rechts ausatmen, rechts einatmen, wechsel mit dem Daumen, links ausatmen, links einatmen, wechsel, rechts ausatmen, rechts einatmen, wechsel, links ausatmen, links einatmen, wechsel, rechts ausatmen, rechts einatmen, wechsel, links ausatmen, links einatmen, wechsel, rechts ausatmen, rechts einatmen, wechsel, links ausatmen. Links einatmen. Wechsel und rechts ausatmen. Du kannst Pranayama Nadi Shodhana, die wechselnde Nasenatmung, während des Tages öfters üben. Es bringt die Hemisphären des Gehirns in Balance. Du wirst ruhiger und ausgeglichener. Mit der Rückenwirbelsäule gerade, aufrecht, Konzentration auf den Bereich zwischen den Augenbrauen. Schließe deine Augen. Lass das Gefühl zu, dass hier und jetzt alles in Ordnung ist. Lass uns gemeinsam dreimal umsingen. Öffne deinen Geist, dein Herz,
die Essenz deines Seins, dem Unendlichen. Anerkenne die höchste Realität. Wisse, dass du eine individualisierte Einheit dieser höchsten Realität bist. Unendlich, ewig, ohne Ende und ohne Beginn. Anerkenne die Heiligen aller spirituellen Erleuchtungstraditionen und die angeborene göttliche Natur eines jeden Menschen, ohne Ausnahme eines jeden Menschen. In unserer Tradition des Kriya-Yoga ehren wir besonders unsere Guru-Linie, Mahavatar Babaji, Lahiri Mahasaya, Sri Yukteswar, Paramahansa Yoganandaji, Roy Eugene Davis und alle Nachfolger. Lass die Sehnsucht deiner Seele zur Ganzheit wiederhergestellt zu sein, deine Meditationserfahrung bestimmen. Stell dir vor, du meditierst in Gott und Gott in dir als du. Mit der Konzentration auf den Bereich zwischen den Augenbrauen beobachte von dort deinen Atem. Beobachte und werde dir bewusst, wie du kühle Luft einatmest und etwas wärmere Luft ausatmest. Es ist nicht notwendig zu versuchen, den Atem zu manipulieren oder zu kontrollieren. Beobachte einfach den natürlichen Fluss und Rhythmus deines Atems. Wenn du möchtest, kannst du deinen Atem mit einem Mantra verbinden. Sprich gedanklich beim Einatmen
So. Sprich gedanklich beim Ausatmen. Ham. So. Ham. So. Ham. So. Ham. So. Ham. Wenn Gedanken oder Emotionen auftauchen, schenk ihnen keine Beachtung, lass sie einfach weiterziehen wie Wolken und kehre zurück zu deiner Atmung und deinem Mantra. So. Wenn sich deine Gedanken und Emotionen vollkommen beruhigt haben und passiv geworden sind, leg das Mantra beiseite und verweile in dieser ruhigen, friedvollen Stimmung, in dieser Stille. Bleibe aufmerksam und konzentriert, beobachte und höre.
Öffne deinen Geist, dein Herz, die Essenz deines Seins für Mitgefühl, für Freundlichkeit, für Friedlichkeit, für Gelassenheit, für Dankbarkeit. Stell dir unseren blauen Planeten, die Erde, mit seinen mehr als 7,8 Milliarden Menschen vor. Erinnere dich an die göttliche Natur eines jeden Menschen. Wünsche ihnen allen das höchste Gute. Sieh sie gesund, zufrieden, friedvoll, optimistisch und konstruktiv, kreativ und aktiv, sieh sie erwacht zu ihrer wahren Natur. Wenn du jemanden kennst, von dem du annimmst, dass er oder sie jetzt deine Unterstützung, deine Hilfe, deine Zuwendung brauchen, sieh ihn oder sie vor deinem geistigen Auge. Sieh ihn oder sie gesund, zufrieden, zuversichtlich, optimistisch, selbstbewusst. Sieh ihn oder sie erwacht zur wahren Natur. Sieh dich selbst, lächle dir zu. Sieh dich gesund, zufrieden, friedvoll, optimistisch und konstruktiv. Sieh dich, wie du für andere da bist und sie unterstützt. Sieh dich erwacht zu deiner wahren Natur. Sei offen und dankbar für die Tatsache, dass in dieser materiellen Welt alles vergänglich ist, nichts von Bestand, alles im permanenten Wandel. Sei dankbar für die Wahrheit, dass du in all deinen konstruktiven Bemühungen die Unterstützung der Gesetze der Natur, der Umstände und Gottes Gnade erfährst. Lass uns gemeinsam dreimal Om singen. Om.
Komm am Schluss dieser Meditation wieder zurück ins Hier und Jetzt und öffne ganz langsam deine Augen. Du kannst natürlich noch gerne so lange, wie du möchtest und Zeit hast, in dieser ruhigen, friedvollen Stimmung verweilen. Nimm diese Stimmung mit in den Tag und schenke sie anderen durch deine Anwesenheit. Roy Jean Davis schreibt in seinem Buch 7 Lektionen im bewussten Leben über das erste Niyama Saucha. Saucha bedeutet Reinlichkeit des Körpers und Sauberkeit der Umgebung, auch Reinheit des Geistes und die Kultivierung von sattvischen Einflüssen. In Patanjalis Yoga Sutras wird Saucha, das erste Niyama, folgendermaßen beschrieben. Reinheit trägt zur Gesundheit und Vermeidung von Krankheiten bei. Achtsamkeit für die persönliche Reinheit, die Sauberkeit der Umwelt und die Aufrechterhaltung eines holistischen Lebensstils wird für körperliche Gesundheit und Wohlbefinden empfohlen. Nahrung und Wasser sollten rein sein. Die Luft, die geatmet wird, sollte frisch sein und der Körper sollte regelmäßig natürlichem Licht ausgesetzt sein. Essen, Arbeiten, Schlafen, Erholung, metaphysische Studien und alles andere an Aktivitäten sollte routinemäßig geplant sein und bei Bedarf gelegentliche Änderungen ermöglichen. Meditation sollte regelmäßig praktiziert werden, um Stress abzubauen, den Geist zu beruhigen, das Nervensystem zu erfrischen und Bewusstsein zu klären. Die Klarheit sattvischer Einflüsse im Geist und im Bewusstsein trägt zur Gelassenheit, Heiterkeit, Zielstrebigkeit, Beherrschung der Sinne, verbesserter Konzentrationsfähigkeit und Empfänglichkeit für die Selbstverwirklichung bei. Es ist vorteilhaft, das zu tun, was zum allgemeinen Wohlbefinden und zu geistigem Wachstum beiträgt. Gedanken, Gefühle, Verhaltensweisen, Nahrungsmittel, persönliche, soziale Beziehungen und Umwelteinflüsse, die das Leben nicht verbessern und das spirituelle Wachstum beeinträchtigen, sollten vermieden werden. Saucha. Das erste Niyama aus Patanjalis Yoga Sutras. Reinheit und Kultivierung des sattvischen, der sattvischen Einflüsse. Ja, ich möchte am Schluss gemeinsam mit dir ein Mantra singen. Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Mögen alle Menschen überall glücklich, zufrieden und friedvoll sein. Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Om.
Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Mögen alle Menschen überall glücklich, zufrieden, friedvoll und gesund sein. Ich wünsche dir einen tollen Tag in dem Bewusstsein von Saucha, Reinheit des Geistes, des Umfelds, der Umwelt und die Kultivierung sattvischer Einflüsse. Wenn du möchtest, gerne in einer Woche zur gemeinsamen Meditation. Bis dahin, Namaste.